Hausaufgabe 2, häufige Fehler. Immer wieder wurde der perfekte Shuffle gewissermaßen mit der Vereinigung verwechselt und es wurde dann versucht, die neue Nicht-Terminalmenge N oder die Produktionsmenge P einfach dadurch zu gewinnen, dass man die bisherigen Mengen an Nicht-Terminalen vereinigt und genauso für die Produktionen. Da kommt aber sicherlich nicht der perfekte Shuffle raus. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Nehmen wir mal die Sprache a hoch n einfach, also a Stern. Und entsprechend hier für L2 b hoch n. Das sind sicherlich reguläre Sprachen. Die Produktion für L1 könnten so die Gestalt haben S1 nach Epsilon. S1 nach klein a, S1 nach klein a, nach klein a, groß a und groß a nach klein a. Ja, wenn ihr immer nur a's erzeugt. Und ganz entsprechend für L2 eben mit b statt a. Der perfekte Shuffle davon naja, da kommt immer ein A und dann ein B dahinter, also das ist gerade AB hoch N. Das ist sicherlich auch regulär. Da ist zum Beispiel das leere Wort drin für N gleich 0. Das Wort AB, A, B, AB und so weiter. Ja, nur wenn wir jetzt natürlich einfach die Vereinigung nehmen, dann haben wir natürlich in dieser neuen perfekten Shuffle-Grammatik insbesondere auch die Regel S1 nach A. Ja. Also da bekommen wir dann auch das Wort, das einfach nur das A ist. Das ist dann auch in dem perfekten Shuffle. Das liegt aber gar nicht hier drin. Ja. Also diese Produktion liefern offensichtlich nicht das Gewünschte. Es gibt auch noch ein paar formale Probleme damit. Zum Beispiel, wenn wir uns dieses Start-Nicht-Terminal hier anschauen, das wurde entweder als Menge S1, S2 notiert oder manchmal auch als Tupel S1, S2. Ja, aber dieses S hier, so wie das hier aufgeschrieben ist, das liegt gar nicht in N. Ja, weil N ist ja gerade die Vereinigung von N1 und N2. Also in unserem Fall für das Beispiel, was ich hier unten gemacht habe, wäre das die Menge S1 groß A, S2 groß B und sonst nichts. Ja, das sind alle Nicht-Terminale, die in N1 oder N2 liegen. So eine Menge wie hier ist da sicherlich nicht drin und so ein Tupel auch nicht. Aber das S ist ja einfach nur ein ausgezeichnetes Nicht-Terminal. Also das muss immer in N liegen. Wo man auch sehr aufpassen muss, ist, dass die Produktionsmenge und auch alle anderen beteiligten Mengen endlich bleiben. Das passiert nämlich ganz leicht. Da gab es so einen Lösungsversuch, der ging im Prinzip in diese Richtung, dass ein Wort A1 bis AK betrachtet wurde und für jedes dieser Wörter hat man sich dann eine Ableitung angeguckt. Also vom Start-Nicht-Terminal S1 zu A1, A1, dann A1, A2, A2 und so weiter, bis wir dann irgendwann bei A1, AK ankamen und fertig waren. Ja, und das eben für jedes Wort A1 bis AK. Das Problem ist, wir haben natürlich unendlich viele Wörter in der Sprache potenziell. Ja, eine reguläre Sprache muss ja nicht endlich sein. Jede endliche Sprache ist regulär, aber nicht jede reguläre Sprache ist endlich. Dann wurde argumentiert, naja, wenn wir so eine Ableitung hier haben, die hat ja Länge k plus 1, dann gibt es k plus 1 entsprechende Produktionen. Also in der Form S1 nach A1, A1. A1 nach A2, A2
und so weiter. Ja, dieser Schluss ist auch schon nicht ganz richtig. Zum einen müssen diese Nicht-Terminale hier gar nicht verschieden sein. Ja, wenn die Sprache einfach nur aus A's zum Beispiel besteht, könnten das ja alles nur die Nicht-Terminale A's sein, die hier kommen. Und auch bei vielen anderen Sprachen ist ja gerade der Sinn dahinter von der Grammatik, dass sie eben eine unendliche Sprache in einer endlichen Beschreibung wiedergibt. Also es ist gar nicht so wünschenswert, dass man sozusagen immer so viele Nicht-Terminale erzeugt, wenn es auch mit weniger geht. Schauen wir mal an einem Beispiel an, was hier jetzt schief geht. Wenn wir uns nochmal die Sprache A hoch N angucken und für das Wort AAAA so eine Beispielableitung anschauen, nach dem Muster, wie das hier vorgeschlagen wurde, dann würden wir also von S1 zu A Nicht-Terminal ableiten, dann AA Nicht-Terminal, AAA Nicht-Terminal und schließlich bei AAAA ankommen. Wir haben schon gesehen, die Sprache ist ja offensichtlich regulär und so eine reguläre Grammatik dafür könnte so aussehen, dass wir S1 nach Epsilon und nach klein a ableiten oder nach klein a zu einem Nicht-Terminal und dann das sozusagen immer, diese Kette immer weiterführen. Nach dieser Logik hier würden wir praktisch jetzt um diesen Schritt hier als Regel praktisch zu formulieren, ableiten von A1 nach A2, dann eine Regel einführen, A2 nach A3 und dann von A3 nach A. Also sieht die Grammatik schon mal wesentlich komplizierter aus. Ja? Wir haben jetzt mehr Nicht-Terminale, mehr Regeln und das war jetzt nur eine Ableitung der Länge 4. Ja, wir haben hier viermal geleitet. Prinzipiell ist diese Sprache ja unendlich und da sind auch ja, immer nur endlich lange Wörter natürlich drin, aber die können praktisch unbegrenzt lang werden. Ja? Die können auch Länge 100 oder 1000 haben und dann würde ich entsprechend viele Nicht-Terminale hier aufnehmen müssen. Und wenn ich auf diese Weise praktisch für jedes Wort so eine Regel mir oder eine Regelteilmenge erzeugen will, dann bekomme ich hier natürlich eine unendliche Regelmenge und das ist nicht zulässig. Ein valider Ansatz ist natürlich auch, einen Automaten zu konstruieren, der den perfekten Shuffle von zwei gegebenen regulären Sprachen akzeptiert. Und da wurde so eine Art Produktkonstruktion vorgeschlagen. Das heißt, wir haben uns zwei Automaten angeguckt für die Sprachen L1 und L2 und dann für den perfekten Shuffle so einen Automaten versucht zu konstruieren, der als Zustandsmenge einfach die Produktmenge benutzt und genauso bei den akzeptierenden N-Zuständen eine Produktmenge. Naja, und jetzt war das erste schon mal, diese gegebenen Automaten, die wurden als nicht deterministisch vorausgesetzt. Daran ist nichts falsch, aber es ist meistens ein bisschen einfacher, wenn man die als deterministisch annimmt. Ja, das können wir ja machen, weil die gleich mächtig sind. Weil dann wissen wir, dass wir hier eine Übergangsfunktion haben und nicht eine Relation und das ist ein bisschen leichter zu handhaben. Ja, das ist jetzt kein Zwang, also es ist nicht falsch, da Nichtdeterminismus vorauszusetzen. Allerdings ist es halt oft so, wenn man irgendwie eine Konstruktion weiterverarbeitet in den Beweis, dann nimmt man gewissermaßen so zum eigenen Vorteil eine etwas beschränktere Variante. Ja, das werden wir bei Turingmaschinen auch häufig so machen. Wenn wir mit weitermachen müssen, dann nehmen wir das deterministisch an mit einem Band oder so. Und wenn wir sie selber konstruieren, dann erlauben wir uns gewissermaßen mehrere Freiheiten. Große Frage ist jetzt natürlich, wie diese Übergangsrelation für den neuen Automaten aussehen soll. Ein Vorschlag war, dass man gesagt hat, wir gehen von dem Zustand XY, das ist ja so ein Zustand, sind ja immer solche Paare bei uns jetzt, und bei dem Symbol A, naja, in den Zustand, in den der erste Automat gehen würde. Also wenn er im Zustand X das A liest und den zweiten Zustand behalten wir sozusagen bei.
Und das soll das Gleiche sein, wie wenn wir den ersten gleich behalten und den zweiten Automaten von Y aus das A lesen und den Übergang ausführen. Ja, die Gleichheit hier wird im Allgemeinen sicherlich nicht gelten. Wir vermuten mal sehr stark, dass es auch ein bisschen anders gemeint war, nämlich dass es hier so eine Art Nichtdeterminismus gewünscht war. Also dass der Automat sich sozusagen aussuchen kann, ob er hier mit dem ersten oder dem zweiten weitermacht. Schauen wir mal, was bei dieser Konstruktion rauskommt. Wir nehmen uns wieder ganz einfache reguläre Sprachen, die jetzt sogar endlich sind, nämlich die Sprache L1, die soll nur das eine Wort AA enthalten und L2 nur das eine Wort B. Automaten dazu kann man sehr einfach konstruieren. Ich habe sie jetzt einfach mal so informell als Zustandsübergangsdiagramm aufgemalt. Ja, für A1, der geht praktisch vom ersten Zustand, liest ein A in den nächsten, liest nochmal ein A, dann akzeptiert er. Und hier unten, der ganz analog, wenn er das B gelesen hat, geht er in den akzeptierenden Endzustand über. Ja, in unserem Produktautomaten, der jetzt den perfekten Shuffle angeblich akzeptieren soll, starten wir praktisch in diesem Zustand und lesen jetzt das A. Dann können wir mit der ersten Übungsrelation sozusagen hier rüber wechseln. Und dann ist das hier unser neuer Produktzustand. Danach können wir nochmal wechseln. Kommen in diesen Zustand. Ja, bisher haben wir jetzt AA gelesen. Und jetzt können wir in der zweiten Komponente diese Funktion hier ausführen und kommen in diesen Zustand. Und das ist ein akzeptierender Endzustand. Da haben wir jetzt noch ein B gelesen. Also haben wir das Wort AAB akzeptiert. Das ist aber nicht im perfekten Shuffle. Der perfekte Shuffle von diesen beiden Sprachen ist ja sogar leer, ja, weil die haben gar kein gleich langes Wort. Also dieser Automat hier, der akzeptiert zu viel. Da hat man die Produktkonstruktion gewissermaßen ein bisschen zu liberal ausgeführt und hier praktisch wirklich dieses kartesische Produkt einfach nur erzeugt.